Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. Es dürfte mittlerweile Part 8 sein. Wir sind wieder zurück. Und wir haben im letzten Part unsere Teammitglieder trainiert, soweit ich weiß, genau. Haben ein bisschen Story abgearbeitet und haben eine etwas enttäuschende Arena-Challenge gemacht, weil einfach nicht gekämpft wurde. Und jetzt machen wir weiter. Hier sind wir nämlich stehen geblieben. Je nachdem, was für einen Typ ein Pokémon angehört, ist es im Kampf entweder im Vorteil oder im Nachteil. Stimmt, das ist richtig. Thermopod. Thermopod, das könnte also Typ Feuer sein. Dann gehe ich. Ich gehe das mal auf Glut. Ich gehe davon aus, dass es Feuerkäfer ist. Wickel. Sehr schön. Der Mittel ist echt ein gutes Pokémon, muss man echt sagen. Der ist einfach schnell und relativ stark. Das ist schon echt gut. Erinnert mich ein bisschen an Logok von den Werten her und auch von den Attacken her. Natürlich ein Crit. Kriegen wir den Burn? Nee. Gut so. Ja, so. Ich bin gespannt, was es in diesem Part erwartet. Kann jetzt bitte sterben? Danke. Sehr schön. Ja, wir werden zu irgendeiner Stadt, ich weiß gar nicht genau zu welcher Stadt, werden wir hinkommen. Pinfarichter 15, sehr nice. Keradar. What? Ist das die Weiterentwicklung oder was? Sieht aber aus wie Stahl. Da hole ich mal einen Glut rein. Ja, habe ich mir gedacht. Entweder Stahl oder Käfer. Konfusion. Keine Verwirrung, danke. Und das war's. Was ist das denn für ein Vieh? Okay. Flamikel Level 18 und Microphone Level 18, sehr schön. Der dürfte sich, glaube ich, auch langsam entwickeln, oder? Microphone, der ist doch jetzt schon Level 18 und normalerweise entwickeln sich doch die Anfangsvögel so in dem... Yes, ich hab's gesagt. Ich hab's gecallt. Ich bin der kranke Typ hier. Microphone entwickelt sich. Wozu wird's werden? Es geht immer sehr schnell. Das ist mir auch aufgefallen bei Schwertschild, dass sie sich sehr schnell entwickeln. Sonst hat das ja immer ein bisschen gedauert mit dem Theme und so. Aber jetzt einfach blub und da ist es. Wozu wird's werden? Yeah. Kranowitz. Kranowitz wegen Novize und Kran. Nice. Ein Krähen-Pokémon. Flug. Es heißt, Objekte geschickt einzusetzen. So greift und wirft zum Beispiel einen kleinen Stein mit seinem Kran oder wickelt Seile um Gegner. Wir haben schon hier Pokémon gefangen. Deswegen laufe ich einfach mal fix weiter. Ah, hier ist die Mine, von der geredet wurde, ne? Was hast du dazu zu sagen? Hallo, meine kleine Schwester und ich betreiben hier unser eigenes mobiles Pokémon-Center. Galarmine 1 ist ja schließlich nicht gerade ein Zuckerschlängen. Warte, ich pepple deine Pokémon wieder auf. Es ist eine Mine. Das ist schlecht. Wobei, wir haben noch Nils dabei. Aber unsere beiden besten Pokémon sind schwach gegen Gestein. Es wäre halt schön, wenn sich Garou langsamer entwickeln könnte. Und guter Stoff kann noch auf jeden Fall wahrscheinlich ein bisschen trainieren hier. Ich gehe aber noch mal ganz kurz zurück und schaue nach, ob wir gegen... ich habe mir jetzt den Namen entfallen, diese Viecher hier kämpfen können. Ein Klonkett. Ja. Turbobär. Sieht aus wie ein bisschen wie ein Helm, aber es hat ein Rad unten. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Sehr schön. Tackle. Okay. Damit kann ich sehr gut leben.
Okay. Ja. Ach, wisst ihr was? Ich trainiere guter Stoff eben auf 15 oder 16, dann sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Und es geht jetzt ab in die Mine. Ich habe jetzt Dings guter Stoff eben auf 15 trainiert. Ich denke, das sollte vorerst reichen. Und hier in der Höhle haben wir natürlich auch einen Encounter. Ich frage mich gerade, ob ich das hier nehme. Hey! Arschloch. Na super, mal lieber. Stimmt, den habe ich auch noch. Habe ich auch noch nicht verkauft. Ich behalte mir den. Oh mein Gott, wie heißt das? Rotumwurf? Nee. Doch, oder? Das wäre natürlich. Aber wobei, ich glaube, ich spiele einfach. Ich guck mal, was es hier noch so für Pokémon gibt in der Höhle. Dann habe ich am Ende immer noch die Möglichkeit, mir ein Pokémon zu holen. Ja, der wird wahrscheinlich ein Macholo oder sowas haben. Ach, guter Stoff macht das schon. Ich vertraue ihm da. Oder ihr? Ihm oder ihr? Ihr. Bam! Dream Team, yes! Kissen. So, ein Rasierblatt und das dürfte entweder One oder ein Two-Hit sein. Es ist vielfach effektiv. Step und ja, das sollte reichen. What? Oh Gott. Aber gut, dafür dürfte es jetzt gewesen sein, weil seine Initiative, seine Verteidigung gesenkt ist. Gut, dann eben nicht. Okay, jetzt ausspielt er wahrscheinlich so ziemlich alles. Gut, aber ein Tackle verkraft ich. Ja. Oh, das war gar nicht so traumhaft. Okay. Guck mal, was auf diesem Weg hier liegt. Was komme ich denn irgendwie hin? Gerade noch nicht. Ah, hier. Drei Superbälle, sehr nice. Hier ist immer noch Route 3. Oh. Felswurf, nice. Ich schau mal nach. Keiner kann das erlernen, keiner kann Zeitag erlernen. Sternschauer hätte Mikrofon. Naja. Okay. Wir gehen weiter durch die Mine. Hier an den Seiten überall leuchtende Punkte. Ich bin mir nicht ganz, das können keine Edelsteine sein eigentlich. Das sind, ich denke mal, das wird irgendwie sowas sein wie Lämpchen oder so. Also würde ich denken, weil welche Edelsteine leuchten denn bitte? Also leuchten. Grimasse. Gut, ich kämpfe gegen die Arbeiterin. Wer auf der Arbeit ordentlich was schaffen will, muss regelmäßig trainieren. Das sehe ich genauso. Warum hast du die gleiche Stimme wie Sania? Praktibalk. Fußkick. Naja, das wird nicht viel machen. War sogar ein Crit. Na klasse. Ich gehe mal für den Gesang. Klaps, was soll das denn sein? Okay.
Schade. Nochmal. Was macht Klaps? Okay, sehr gut, das haben wir schon mal. Und dann gehe ich jetzt raus zum Mikrofon. Ach stimmt, das hat sich entwickelt, da habe ich schon wieder komplett vergessen. Sehr nice. Und du kriegst jetzt einen dicken Flücker ins Gesicht, Praktik Mike. Zack. Noch ein Praktik. So, warum hat die mehrere Praktik-Bike? Ist das dritte auch eins? Weil, ich meine auch jetzt, wenn man mal im realistischen Sinn so nachdenkt, so, da passiert doch nichts. So, warum hast du denn zweimal das gleiche Pokémon? Verstehe ich nicht. Drei Praktik-Bike, Level 14. Sehr gut, Nils. Das war eine lehrreiche Trainingseinheit. Ja. Hier habe ich gerade... Ich bin mittlerweile ziemlich sicher, dass diese Lore, die hier immer wegfährt, dass das eine Weiterentwicklung von dem kleinen Brocken da ist. Weil, pass auf, ich gehe nochmal rein und wieder, also raus und wieder rein. Und das, was da wegfährt, das hat dann auch diese Edelsteingestalt von Dings. Da. Vielleicht bin ich diesmal schnell genug. Ah! So schnell! Komm schon! Nee, so langsam. Aber habt ihr gesehen, was ich meine? Das ist safe eine Weiterentwicklung davon. Wen haben wir vorne? Guter Stoff, glaube ich, ne? Aber du bist kaputt, dann muss ich dich erst ein bisschen heilen. Hätten wir vielleicht einen Trank oder zwei kaufen sollen. Ja, ich kämpfe mit dem Mikrofon. Ich arbeite hart und dasselbe weiß ich von meinem Pokémon. Blick da! Ich habe mich übrigens dazu entschieden, die Parts im generell etwas kürzer zu halten, weil es ist einfach blöd, wenn ich immer Videos hochladen muss und das sind jedes Mal so 4 bis 5 GB. Deswegen werden die Parts wahrscheinlich von jetzt an so 20 bis maximal 25 Minuten lang sein. Nur damit das schon mal im Raum gesagt wurde. Initiative steigt und trotzdem ist weg. Man hört übrigens die Flügelschläge von Micro. Die hört man. Ich hoffe, dass ich hier nicht angegriffen werde. Ich habe keine Lust auf ein Flecknoll. Da ist es schon wieder! Diesmal kriege ich dich. Die schon wieder. Was ist denn mit der los? Willst du etwa hier durch? Das würde ich mir an deiner Stelle nochmal gut überlegen. Ja, mir kommt kein Trainer, der im Besitz eines Wunschsterns ist, ungeschoren vorbei. Ich will kein Praktibike. Ich habe schon nie jetzt. Noch ein Beleber. Eben unbedingt. Das war knapp, Kollegen.
Ja, den klatsche ich eben weg. Na, kein Problem. Ich nehme mal 5. Hat sich ganz gut gemacht. Da bin ich extra hier, um nach Items zu suchen. Und was finde ich? Ein Trainer! Ja. Und der Trainer wird dir jetzt den Arsch versohlen. Also, ich denke, wir haben jetzt auf jeden Fall alle genug von Clonkett gesehen. Lampfwalz ist eigentlich eine ganz gute Attacke. Ja. Und eine Lebensstelle und das war's. Ja, schön. Kanon? Nein. Flammikel, yes! Nitro-Ladung, sehr schön. Ja. Tschüss, Blut. Plateauschuhe. Okay. Warum sind ein paar Sachen so pixelig gehalten? Das wundert mich gerade ein wenig. Ja gut, dann baller ich jetzt die alte weg. Nicht so gesehen. Wir fangen einfach mal an mit Pimpf. Der hat sein Ding bislang ganz gut gemacht. Du bist doch derjenige, der vom Champ für die Arena-Challenge empfohlen wurde. Habe ich recht oder habe ich recht? Wie armselig. Jetzt hör mal gut zu. Der Liga-Präsident ist 1000-mal wichtiger als der Champ. Kapiert? Ich habe Empfehlungen vom Liga-Präsidenten. Das heißt, ich bin auch 1000-mal wichtiger als du. Falls ich jetzt gerade zu hoch war, demonstriere ich dir meine Überlegenheit jetzt im Kampf. Okay, das ist also der richtige Rivale. Bettis. Ich kann immer noch nicht sagen, ob das ein Typ ist oder nicht. Oder irgendwas dazwischen. Hat der Schwebe? Ich glaube nicht, oder? Ja, sehr gut. Ja, okay, das wird also jetzt unser Rivale sein. Unser richtiger Rivale. Oh! Oh! Holy shit, okay. Das war knapp. Molimorba. Nee, da muss ich rausgehen. Nein, nicht Kampf. Ich denke, ich gehe zu Flammikel. Ja. So, zeig mal deine Nitro-Ladung. Yes! Alter, das macht echt eine Menge Schaden, das ist voll gut. Alles war's. Aber ein Pokémon hat sie noch. Was glaubt ihr, wie alt Betis ist? Ich glaube, das ist eine Frau, die hat Wimpern. Wie heißt der Mascara-Rate drauf? Primova? Mintolarum, wir brennen es weg. Nice. Konfusion. Okay, ist ein Psycho-Man. Ja gut, tschüss. Okay, also das Ding ist, wir können einfach die Hälfte aller Pokémon mit Flammikel wegballern, weil das ist echt gut.
Das ist echt auf jeden Fall unser stärkstes Pokémon. Verstehe, na was soll's. Ich hab's auch nicht, aber eh nicht ernst gemacht. $2000, nice. Ja, ich glaube, du wärst schlecht. Aber das kenne ich deine Tricks. Ich vergesse nichts. Wenn wir uns einmal offiziellen Kampf sehen, da werde ich fertig machen und ich schaue jetzt ab. So. Ah, komm, 5 Minuten können wir noch machen. Achso, also bist du die andere Hälfte des Pokémon Center, ne? Dankeschön. Wir sind hier auf Route 4. Und was wir für Abenteuer auf Route 4 erleben, seht ihr im nächsten Part. Ja, ich habe mich dazu entschieden, den Part doch etwas kürzer zu halten. Aber da vorne sehe ich eine Arena. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Part.